Digga. So ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Ja, hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Heute zeige ich euch mal ein Spiel mit morbiderem Thema. Das ist auch schon 2-3 Jahre alt. Ich habe es tatsächlich aber vor einigen Wochen zum ersten Mal erst spielen können und habe es seitdem diverse Male gezockt und bin immer noch total infected und geflasht von dem Game und es macht immer noch riesen Spaß und ich habe immer noch nicht für mich so die allerbeste Taktik irgendwie rausgefunden, wie es machen soll und kann. Und die Rede ist von, ich zieh's mal rüber, die blutige Herberge. Und dazu gibt es noch eine kleine Erweiterung, die blutige Herberge, die Schausteller. Und das Spiel wollten wir uns heute gemeinsam mal angucken. Es geht halt eben darum, Frankreich im Jahr 1831 in einem abgelegenen Winkel des Departements Ardèche herrscht ein stetiges Kommen und Gehen im verkehrsgünstig gelegenen Dörfchen Perbel. Eine Familie gieriger Hinterwäldler ist fest entschlossen, hiervon ordentlich zu profitieren und hat daher einen teuflischen Plan ausgeheckt. Sie eröffnet eine Herberge für Durchreisende, um diese dann auszurauben. Leicht verdientes Geld, ohne die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter zu erregen und ganz egal, ob der Plan aufgeht oder nicht, eines ist sicher, nicht jeder Gast, der in die Herberge einkehrt, wird diese wieder lebend verlassen. Ja, sehr morbides Thema, auch ziemlich irgendwie, weiß ich nicht, geiles, aber dafür verstörendes Artwork, wie ich finde. Sehr cooles Ding auf jeden Fall. Und was auf jeden Fall noch cooles Hintergrundwissen ist, wir machen jetzt einen kleinen Geschichtsexkurs. Das ganze Ding wurde mir nicht mitgeteilt und ich habe es dann halt eben auch ergoogelt. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Und deswegen habe ich euch den Wikipedia-Eintrag hier einfach mal ausgedruckt, den wir einfach mal zusammen hier durchgehen werden. Und zwar gab es diese blutige Herberge tatsächlich, und zwar die Auberge Rouge. Ist eine ehemalige Herberge auf einem Hochplateau in 1265 Meter Höhe auf dem Gebiet der Gemeinde Lanark im Departement Ardèche. Der Gasthof lag verkehrsgünstig an der heutigen Nationalstraße 102 zwischen Aubenas und Le Puy-en-Velay in der Region Rhône-Alpes. Mein Französisch ist nicht so geil. Man nimmt an, dass in der Zeit zwischen 1807 und 1833 53 Reisende von dem Wirt Pierre Martin und seiner Frau Marie Martin, geborene Bressé, und dem Hausangestellten Jean Rochette umgebracht und ausgeraubt wurden. Während des Essens wurden die Gäste durch ein Loch in der Wand von den Wirtsleuten und dem Gehilfen belauscht, woraufhin der Wirt und der Knecht den Opfern in einem Seitenraum an der Treppe zu den Zimmern auflauten und diese erschlugen. Diese Treppe ist ziemlich steil, noch heute ist der Holzbalken zu sehen, an dem die Opfer in der Regel nach dem Schlag mit dem Kopf anschließen. Anschließend wurden die Leichen teilweise im Ofen verbrannt, teilweise in der Gegend abgelegt. Die Herberge verfügt über mehrere Gästezimmer. Die Räume der Wirtsleute Martin und des Gehilfen Rochette lagen vor den anderen Räumen, sodass man unbemerkt den Gästen auflauern konnte. Andere Übernachtungsmöglichkeiten gab es in der Scheune am Haus. Ende Oktober 1831 wurde unweit der Herberge die Leiche eines Ermordeten gefunden. Zeugen hatten ihn zuletzt dort gesehen. Die Wirtsleute und die Angestellten wurden verhaftet und einem mehrtägigen Prozess mit vielen Zeugen zum Tode verurteilt. Am 2. Oktober 1833 wurden die Martins und der Gehilfe Rochette vor ihrer Herberge mittels einer Guillotine hingerichtet. Es sollten dabei bis zu 30.000 Zuschauer anwesend gewesen sein. Ein Granitstein erinnert heute an die Stelle, an der die Guillotine stand. Die Totenmasken der drei Hingerichteten befinden sich heute in einem Museum in Le Puy-en-Velay. Mittlerweile ist die Herberge zu einem gut besuchten Museum umgewandelt worden. Neben der alten Auberge Rouge ist ein Motel mit Restaurant errichtet worden. Sehr interessant, sehr morbide. Nachdem das alles hier so recht tragischer gewesen ist, weißt du, möchte ich jetzt das Game auch gar nicht irgendwie so sehr halten oder das Thema. Es ist auf jeden Fall mal was ganz anderes und wir gucken uns das jetzt einfach erstmal gemeinsam an. Viel Spaß dabei. So, ich habe mir mal die Spielvorbereitung getätigt. Ich gehe jetzt einfach davon mal aus, dass wir zu zweit spielen. Grundsätzlich kann man das zu viert spielen. Deswegen habe ich hier einmal den gelben und den roten Spieler einfach reingenommen. Am Anfang auf diese Einkommensleiste wird der Einkommensmarker auf die 5 Franc gelegt. Bei zwei Spielern werden
drei der Zimmertüren, die sind hier durchnummeriert, wobei die Nummern keine Rolle spielen. Wird ein neutraler Schlüsselmarker draufgelegt, das heißt drei weiße Zimmer und jeder hat quasi hier sein eigenes Zimmer. Eins ist mit einem gelben Schlüssel für den gelben Spieler und eins für den roten markiert. Dann bekommt jeder hier seine Spielhilfekarte, da steht einiges mal drauf und sein erstes Gebäude. Und das Gebäude sitzt hier unten links, das wäre in dem Fall die Scheune und das hat einen Wert von 1. Die Spielhilfekarte ist eine Stufe 1 Anbau, unter dem man eine Leiche beerdigen kann. Man kann immer so viele Leichen drunter beerdigen, wie die Zahl hier drauf ist. Aber das sehen wir gleich noch. Dann bekommt jeder noch einen 10-Franc-Scheck. Einer bekommt den Startspieler und man kriegt hier noch die restlichen Schlüssel an seiner Farbe und hier Occupied-Plättchen, also Türschilder, die man, wie man es aus dem Hotel oder Motel einfach kennt. Gut, ich habe es jetzt mal mit Erweiterung gespielt, beziehungsweise aufgebaut. Da müsst ihr Folgendes machen. Hier in diesem Besucherstapel, das sind die Leute, die hier in eure Herberge kommen werden. Die gibt es in verschiedenen Farben. Es gibt hier die lilanen, dann gibt es die orangen, dann gibt es die grünen und die blauen und so weiter und so fort. Im Grundspiel sind auch grüne dabei, die müsst ihr alle aussortieren. Das sind hier die Adligen, die spielen mit der Erweiterung nicht mit. Dafür kommen aus der Schauspielererweiterung alle Grünen da rein, die hier dabei sind. Das sind dann quasi Prominente. Also Adlige werden gegen Prominente ausgetauscht. Habt ihr das Grundspiel und spielt mit der Erweiterung, dann braucht ihr die hier nicht mehr. Das heißt, die packe ich jetzt mal zur Seite. Dann ebenfalls mit der Schauspielererweiterung kommt hier so ein Ereigniskartenstapel. Das heißt, wenn irgendwelche Schausteller aus der Erweiterung bei uns übernachten, wird immer so ein Ereignis hier getriggert. Den Ereigniskartenstapel legen wir dann hier beiseite. So, dann noch was, wenn wir mit dem Erweiterungsmodul Tante Nanette spielen, das ist hier diese wunderschöne Lady, dann findet am Anfang erstmal so ein Drafting statt. Das zeige ich euch später nochmal. Da, wenn ihr wisst halt eben, was abgeht, gucken wir uns die ganzen Dinge einfach mal ein bisschen genauer hier an. Aber grundsätzlich, am Anfang würde jetzt jeder vier Karten hiervon bekommen und dann wird gedraftet, bis jeder drei hat. Die letzte Karte wird abgeworfen und dann darf man sich dann von seinen Karten, die man selber bei sich hergedraftet hat, beliebig viele Karten davon kaufen. Die haben unten alle so einen Kaufenwert und das zieht man dann von der Franc-Leiste ab. Angenommen, ich würde jetzt diese drei Karten nehmen. 3, 0, 1, 4. Das heißt, ich würde dann nur mit einem Einkommen starten und hätte dafür diese drei kleine Hilfsmittelchen Karten am Start, die ich persönlich auch ziemlich cool finde. So. Wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir keine gekauft. Wir gehen die einfach am Ende nachher mal durch. Dann könnt ihr mal sehen, was sich da also bei befindet. Ich erkläre euch auf jeden Fall erstmal die Mechanik. Wann endet das Spiel? Also, erstmal gewinnt derjenige am Ende, der das meiste Geld hat. Und zwar zählt einmal hier das Cash-Einkommen auf dieser Leiste. Das geht bis 40 plus die Schecks, die man gesammelt hat. Und zwar endet das Spiel dann, wenn dieser Besucherkartenstapel, die sind alle auf dem Weg, auf einer Reise, auf dem Hinweg, halten die alle einmal bei uns an und dann verlassen die Herberge, im besten Fall, im günstigsten Fall für sie und kommen auf der Rückreise nochmal vorbei. Das heißt, wenn der Stapel hier zweimal durchgespielt ist, dann ist das Spiel vorbei. Um ein kleines bisschen Variabilität der Spiellänge auch reinzubringen, kann man hier auf dieser Spielübersichtskarte hinten einmal drauf gucken. Im Spiel zu zweit ist es jetzt so, man kann es auch alleine zocken, im Spiel zu zweit ist es so, für ein kurzes Spiel, diese kleine Sanduhr, nehmen wir jetzt einfach random 35 Karten hier raus und packen die weg, die spielen nicht mit. Und für ein langes Spiel sind es dann 25 Karten, die einfach hier rausgepackt werden. Und so weiter und so fort kann man das hier halt eben je nach Spielerzahl variieren. Natürlich spielen wir zu viert, gibt es auch noch ein viertes weißes Zimmer und natürlich gibt es dann hier noch einen blauen und einen grünen Mitspieler, der da am Start ist. So. Sparen wir es jetzt einfach mal. Ich habe jetzt nicht rausgesucht, dass zur Veranschauung brauchen wir das alles nicht. Dann bekommt jeder noch zwei Bauern auf die Hand. Und dann gucken wir uns nochmal den Gastraum an. Hier ist nämlich so, hier ist der Eingang, wo die Leute reinmarschiert kommen. Hier ist das Gasthaus, wo die Bauern sich einfinden. Andere Leute, oh, was habe ich hier noch? Die kommen, brauchen wir nicht. Ja. Die sind nur dazwischen geraten, wo die Bauern sich einfinden in der Gaststube und hier gehen halt die Gäste wieder raus. Gut, übrige Bauern hier hin.
Ich habe hier meine zwei Bauern am Start. Es kann auch sein, dass tatsächlich jetzt nicht alle Bauern mitspielen im Spiel zu zweit. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Müsste dann nochmal gucken. Tut der Erklärung jetzt hier aber auf jeden Fall keinen Abbruch. Auf der Spielehilfekarte steht genau drauf, was halt eben passiert. Und zwar beginnt mit dem Startspieler, kommt Phase 1, Begrüßung der Reisenden. So, das heißt, es kommt immer ein Reisender hier an. Die sind auch so rum aufgedeckt, dass man auch immer weiß, was als nächstes kommt. Und derjenige, der die Reisenden begrüßt an dem jeweiligen Tag, der teilt ihnen die Zimmer zu. Ich lege jetzt einfach mal ein bisschen random raus. Wenn man weiß, was sie können, kann man das seiner Taktik und Strategie einfach so ein bisschen anpassen. Weil im besten Fall ist es so, dass man den Nutzlosesten, sage ich jetzt mal, am besten bei sich selber reinpackt. Weil wenn der am Ende der Nacht halt eben nicht bestochen oder umgebracht worden ist, dann bezahlt er am nächsten Morgen natürlich auch noch die Zimmermiete. Das heißt, wir kriegen dann hier quasi immer einen Franc dazu. Ich lege jetzt einfach mal random raus. Hier der Novize schläft in dem Zimmer. Dann schläft der Friedenswächter in dem Zimmer. Der Mönch schläft in dem Zimmer. Der Muskelprotz schläft in dem Zimmer. Und die Komplizin, die schläft hier hinten in dem Zimmer. Ich kann nichts auch mal so rum jetzt für uns. So, nachdem das gemacht ist, geht es weiter in die Phase 2. Spieleraktion. Und zwar haben wir zwei Aktionen pro Spieler. Dazu müssen wir uns jetzt einmal ganz kurz angucken, was es für Aktionsmöglichkeiten gibt und wie die Karten aufgebaut sind. Grundlegende Aktionsmöglichkeiten: einen Gast bestechen. Für jede Aktionsmöglichkeit gibt es hier auch noch Spezialisten. Gucken wir uns auch gleich an. Ein Gast bestechen ist das mit dem Geld. Dann hier mit dieser Truffel einen Anbau errichten, mit der Pistole einen Gast umbringen oder mit dem Sarg eine Leiche beerdigen. Oder wir können gar nichts machen, dann können wir passen, dann dürfen wir Geld waschen. So, jetzt können wir mal gucken. Einen Gast bestechen. Wir schauen jetzt einmal ganz kurz hier die Typen einfach mal kurz an. Der ist natürlich jetzt eher schlecht. So, nehmen wir mal einfach den hier. Wie sind die aufgebaut? Der Novize ist auf jeden Fall ein Spezialist zum Beerdigen. Der hat hier oben das Symbol drauf. So ist jeder oder fast jeder ein Spezialist für irgendwas. Der Friedenswächter wäre ein Spezialist hier oben mit der Pistole, um Leute umzubringen. Der Muskelprotz hat die Truffel, der wäre ein Spezialist, um Anbau zu errichten. Wie auch immer. So. Dann hat jede Karte hier einen Geldwert. Das heißt, wenn wir den umgebracht haben und den beerdigt hätten, würden wir 8 Geld auf unserer Einkommensleiste bekommen. Das heißt, wir erschießen den nicht und kriegen dann direkt Geld. Wir müssen den halt eben erst auch begraben. Dann können wir den quasi ausnehmen. Dann hat jede Karte noch einen Levelwert. Und zwar ist der Levelwert hier 0. Und der hat hier unten noch so ein Häuschen. Also jede Karte, die wir haben, könnten wir auch einen Anbau errichten lassen und würden dann quasi. Hier, du erhältst sofort einen Franc für jeden dealerfarbenen Anbau, den du schon errichtet hast, inklusive diesem Anbau. So, folgendes. Jetzt gucken wir uns die Aktionsmöglichkeiten an. Einen Gast bestechen. Und zwar dürfen wir nehmen einen Reisenden oder bis zu zwei Bauern auf die Hand. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Hand, da habe ich schon zwei Bauern. Ich dürfte jetzt ein oder zwei Bauern, je nachdem, wie viele hier drin sind, aus dem Gasthaus auf die Hand nehmen. Dann hätte ich hier schon vier Komplizen auf der Hand. So, oder ich dürfte einen Gast bestechen und da muss ich mal auf das Level gucken. Einen Gast mit Level 0, den kann ich einfach so nehmen. Den möchte ich jetzt natürlich nicht aus meinem Zimmer rausklauen, damit er soll am nächsten Morgen ja bezahlen. Deswegen klaue ich jetzt einfach mal hier diesen Novizen raus. Der kostet 0 und wird damit zum Komplizen von meiner Bande, sage ich jetzt mal. Dann wäre der Nächste dran, dann bin ich nochmal dran, dann ist der Nächste dran, dann ist die Runde vorbei. Also jeder hat immer nur zwei Aktionen, macht nur eine und dann ist der nächste dran. Gut, das war jetzt ein Gastbestechen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit hier, angenommen, ich würde den Mönch bestechen wollen in meiner zweiten Runde, der hat einen Levelwert von 1. Um den jetzt bestechen zu können, müsste ich schon einen meiner Komplizen benutzen, um ihn zu bestechen. Das heißt, den habe ich mir gerade erst gegönnt, ist ein Spezialist, aber die Bauern sind ja verhältnismäßig minderwertig. Das heißt, ich werfe einen Bauern ab und darf mir hier den Mönch nehmen. Habe ich jetzt eine Karte, beispielsweise hier, die ein Level von 2 hat, müsste ich auch zwei Karten abwerfen, um diesen Typen halt eben bestechen zu können und dann auf die Hand nehmen zu dürfen. Das wäre ein Gast zu bestechen. So, dann haben wir noch eine ganz kleine, von der Erweiterung, kleine Sonderfähigkeit. Wir haben nämlich jetzt direkt am Anfang hier zwei
Leute, die haben dieses Kissensymbol, das soll ein Kissen sein, dieses weiße hier, mit einem Level von 1. Das sind diese Schausteller aus der Erweiterung. Sobald während der Begrüßung ein Schausteller direkt in unsere Herberge kommt, wird so eine Ereigniskarte umgedreht. Erpressung am runden Ende. Jeder Spieler muss mindestens einer unbeerdigten, mit mindestens einer unbeerdigten Leiche muss die Dienste des Totengräbers in Anspruch nehmen, egal ob polizeiliche Ermittlungen stattfinden oder nicht. So, das ist jetzt ein drohendes Ereignis und sollte einer von den Schaustellern überhaupt, wenn wir drei haben, also sollte irgendein einziger Schausteller, der gerade diese Nacht in unserer Herberge ist, am nächsten Tag hier ausziehen, wird er das Ereignis in Kraft nehmen. Werden alle von den Spielern bestochen, auf die Hand genommen oder umgebracht oder wie auch immer, dann findet auch dieses Ereignis nicht statt. So, die haben nämlich zwei Level, um den zu umzubringen oder auf die Hand zu nehmen, müsste man jetzt hier quasi einen bezahlen. Wenn man die auf der Hand hat, habe sie wiederum nur Level 0. So, ich hoffe, das sollte damit soweit klar sein. Dann haben wir die Möglichkeit, einen Anbau zu errichten. Dazu gucke ich mir die Komplizen auf der Hand an, die ich hier habe, und möchte jetzt einen Anbau errichten. Den ersten Anbau, den haben wir ja quasi hier unten schon, diese Scheune. Aber ich möchte jetzt noch einen errichten, zum Beispiel hier bei dem Mönch. Der hat den Anbau hier unten. Kammer hat Level 1, ersetzte sofort einen weißen Schlüssel durch einen Schlüssel deiner Farbe. So, dafür sagt er, pass auf, in meiner zweiten Aktion möchte ich einfach einen Anbau errichten. Der kostet mich 1, das heißt, ich werfe wieder einen Komplizen ab. In dem Fall nehme ich den Bauern, weil ich mir den Novizen noch aufhalten möchte. Und baue den Anbau, der Mönch baut die Kammer. Damit ist es auch kein Komplize mehr, sondern ist einfach eine Karte in meiner Auslage. Hier ist wieder Level 1 drauf auf dem Anbau. Das heißt, ich könnte auch hier wieder, genau wie bei der Scheune, eine Leiche drunter beerdigen. Mehr passt dann da auch nicht drunter. Aber sofort, ersetze sofort einen weißen Schlüssel durch einen Schlüssel deiner Farbe. Das heißt, ich packe den weißen weg. Jetzt gehört auch das Zimmer mir. Und auch Gäste, die hier drin die Nacht überleben, überstehen und am nächsten Morgen abreisen, geben mir jetzt hier immer einen Franc. Das wäre jetzt einen Gast bestechen und einen Anbau errichten. Jetzt könnte man noch einen Gast umbringen. Auch hier das Gleiche. Ich müsste einfach Handkarten in Höhe des Levels abwerfen. Das heißt, den könnte ich auch umsonst umbringen. Aber sonst hier auch wieder eine Karte abwerfen, um den hier umzubringen. Dann wird er einfach umgedreht, direkt vor mich hingelegt. Bumm, zip zap, liegt er bei mir. Dann als eine Aktion könnte ich auch eine Leiche beerdigen. Ich hatte ja hier, am Anfang hat man ja hier seine Scheune. Als eine Aktion, der kostet mich 0. Auch hier könnte ich wieder, hätte er mehr höheres Level, müsste ich wieder Karten abwerfen. Dürfte ich den beerdigen. Das heißt, ich lege den hier unter meine Scheune. Unter meine Scheune liegt jetzt eine Leiche drunter, Level 1. Mehr Leichen dürfen auch nicht drunter liegen. Ich würde jetzt aber 8 Francs bekommen und würde dann hier von 5 auf 13 einfach nach oben gehen. So, jetzt habe ich am Anfang ja noch gesagt, dass es ja noch die Spezialisten gibt, die hier oben jeweils dieses Symbol haben. Und da ist ganz einfach, wenn ich jetzt einen Gast bestechen möchte, mit einer, den möchte ich jetzt einfach bestechen, der hat Level 1, jetzt würde ich den abwerfen, aber weil er ein Bestechungsspezialist ist, muss ich den gar nicht abwerfen, sondern kriege ihn danach wieder auf die Hand. Das heißt, ich könnte den jetzt hier nehmen und müsste eigentlich gar keine abwerfen, ich muss den anderen Leuten immer nur zeigen, dass ich den Dude hier quasi am Start habe und kann ihn quasi umsonst bestechen. Hätte ich jetzt einen mit Level 2 hier, könnte ich auch 2 von diesen blauen Karten abwerfen und mir den anderen dann wieder auf die Hand nehmen. Genauso ist es hier mit dem Spezialisten fürs Beerdigen. Die könnte ich dann wieder auf die Hand nehmen oder beim Anbau errichten oder einfach, wenn ich hier Leute totschieße, könnte ich die dann auch auf der Hand behalten. Also muss man immer ein bisschen gucken, dass man ein paar Spezialisten auf der Hand hat, um irgendwelche Sachen zu machen und so weiter und so fort. Aber natürlich dann auch noch Karten zu haben, die man für Anbauten und so weiter und so fort errichtet. So, dann passen. Irgendwann hat man hoffentlich so viel Geld wie hier oben. Sagen wir, wir haben hier 39. Dann dürfte ich eine Aktion halt eben passen. Mache keine Aktion, aber wasche gegebenenfalls Geld. Dann wird es in 10er Schritten runtergesetzt. Von 39 würden wir auf die 9 runterfliegen. Würden 3 Schecks bekommen. Und dann geht sie weiter, die Wilde Hatz. So. Wenn alle ihre 2 Aktionen gemacht haben, kommt Phase 3 Rundenende. Erst kommen polizeiliche Ermittlungen. Und zwar ist es dann einfach so, wenn ein... Wo haben wir jetzt einen? Irgendein Polizist, also einer mit einer Pistole, hier sich noch drin befindet in unserer Herberge, dann würde der jetzt ermitteln, weil es ihm komisch vorkommt, dass hier irgendwelche Leute halt eben verschwunden sind. Und haben wir dann eine unbeerdigte Leiche hier vorne
noch bei uns liegen. Dann wird die gefunden bei den polizeilichen Ermittlungen und als Strafe müssen wir die abwerfen. Die wird aus dem Spiel entfernt und wir müssen 10 Geld, 10 Franc Strafe bezahlen beim Totengräber und der würde tatsächlich hier auch Schecks nehmen, wenn man welche hat. Und wenn man nicht genug hat, um zu bezahlen, dann muss man halt eben alles abgeben. So, das ist auf jeden Fall das, polizeiliche Ermittlung. Dann kommt die Abreise, alle Gäste reisen ab. Jetzt gucke ich hier, oh, einer ist in meinem gelben Zimmer noch drin. Der reist ab hier, der Friedenswächter. Ich bekomme ein Geld. Hier der Rote, der Muskelprotz reist ab, der bekommt ein Geld. Und dann hier hinten, die Komplizin reist noch ab. In einem weißen Zimmer, da kriegt natürlich keiner Geld. Und dann müssen Löhne ausbezahlt werden. Und zwar so viele Komplizen, wie man auf der Hand hat, muss man sagen, die müssen natürlich bezahlt werden. Die nehmen allerdings auch keine Schecks, weil die einem nicht vertrauen. Das heißt, müssen wir hier auch den Lohn verringern. Haben wir jetzt hier nur einen und ich müsste jetzt Löhne für zwei bezahlen, geht das Ding auf null. Und ich muss halt eben einen dann entlassen. Das tut immer weh. Deswegen musste man immer ein kleines bisschen vorplanen, wie man das halt eben macht. Also das ganze Spiel hat ziemlich viel mit einer Runde Vorplan zu tun, wie was geht, weil zwei Aktionen sind schon ziemlich beschränkt. Jetzt hatten wir den Fall, dass die Komplizin und der Muskelprotz hier gerade eben ja die Nacht überlebt haben. Das heißt, weil es ja Schausteller sind, wird auch das Ereignis in Kraft treten, Erpressung. Am Rundenende, jeder Spieler mit mindestens einer unbeerdigten Leiche muss die Dienste des Totengräbers in Anspruch nehmen, egal ob polizeiliche Ermittlungen stattfinden oder nicht, erklärt sich dann quasi von selber. Wären die weggemorscht worden, habe ich ja eben schon gesagt, dann würde das einfach abgelegt werden und das nächste Ereignis wird dann erst aufgedeckt, wenn das nächste Mal hier irgendeiner am Start wäre. Das wäre tatsächlich jetzt hier auch noch der Zauberkünstler. Mit der Erweiterung kommt hier unten noch der Anbau des Wohnwagens dazu. Bei der Begrüßung der Gäste wird ein Reisender auf diesen Wohnwagen gelegt, wenn keine Leiche darunter beerdigt wurde. Das heißt, hier würden theoretisch zwei Leichen drunter passen. Wenn man aber keine drunter hat und den Anbau schon errichtet hat, dann wird er hier draufgepackt. Bei den Schaustellen ist es halt eben so, für die Akquirierung hier beispielsweise, den könnten wir für null umbringen und für null dürften wir uns den hier auf bestechen, auf die Hand nehmen. Aber danach wird er zum Wert 2. Das heißt, wir müssen wieder um zwei Karten abwerfen, um den Anbau zu errichten und auch zwei Karten, um den zu beerdigen. Dafür würde er halt eben 15 Franc geben. Gut. Das ist eigentlich alles schon gewesen. So geht es einmal hier durch, zack. Und danach wird der Stapel wieder hingelegt und dann kommen sie alle nochmal einmal durch und danach ist das Spiel zu Ende. Ich denke, ihr habt es auf jeden Fall jetzt geschnallt, wie das Spiel funktioniert. Jetzt gucken wir einmal noch kurz in Tante Nanettes Schätze einmal rein. Hier ist der Hammer. Spiele diese Karte, wenn du einen Anbau errichtest. Du musst die hierfür eingesetzten Komplizen nicht abwerfen. Schubkarre. Spiele diese Karte, wenn du einen Anbau errichtest. Errichte den Anbau eines Reisenden, der sich in einem Zimmer aufhält, anstatt eines Reisenden auf deiner Hand. Schnaps. Spiele diese Karte, wenn du einen Gast bestichst. Du musst die hierfür eingesetzten Komplizen nicht abwerfen. Kuchen, spiele diese Karte am Ende der Begrüßung der Gäste, lege den Kuchen auf ein belegtes Zimmer. Wenn dieses Zimmer bei der Abreise noch belegt ist, erhältst du Geld entsprechend der doppelten Stufe des Reisenden. Goldzähne, spiele diese Karte, wenn du eine Leiche beerdigst, du erhältst zusätzliches Geld entsprechend der doppelten Stufe der Leiche. Bibel, Schneehaufen, Brunnen, Wolfsfalle, anonyme Anzeige, Beichte, Gruft, Gift, Azkalk, Teppich, Kaffee. Ne? So gibt es hier noch so kleine Schmankerl, die man sich dann einfach zusätzlich zünden kann. Und damit habt ihr jetzt die blutige Herberge gesehen und hoffentlich verstanden. Und wir springen zum Fazit. Ja, die blutige Herberge. Jetzt wisst ihr auch, wie das Spiel funktioniert. Wie gesagt, es ist ja schon ein bisschen älter. Es hat da schon Videos auch zu gegeben. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat das bei mir nie so großartig irgendwie Interesse geweckt, bis ich das dann letztes Mal im Spieletreff ein neues gespielt habe. Und leider ist es so, das Spiel ist aktuell auch sehr schwer zu bekommen, weil es, glaube ich, auch nicht mehr gedruckt wird. Die Schaustellerweiterung, die gibt es noch in neu. Also wenn ihr daran interessiert seid, dann solltet ihr einfach mal den Gebrauchtmarkt danach halt eben akquirieren. Ist nicht ganz günstig gewesen, habe es aber für einen coolen Freundschaftspreis geschossen. Die Schaustellerweiterung, die gibt es halt eben einfach so da. Die bringt halt coole Elemente halt eben mit Tante Nanettes
Hilfsmittelchen, sage ich jetzt mal, und auch die Schausteller mit diesem Wohnwagen und der Zwerg und die bärtige Lady und so, das bringt alles noch ein bisschen mehr irgendwie Abwechslung einfach mit rein. Deswegen würde ich das tatsächlich mit den Schaustellermodulen als Erweiterung hier empfehlen, aber nichtsdestotrotz habt ihr auch ein sehr gut funktionierendes, solides, blutige Herberge Grundspiel, wenn ihr denn Bock halt eben habt auf so ein Thema mit ja, realem Hintergrundkontext. Ne? In dem Sinne bedanke ich mich einfach fürs Zuschauen. Ich muss jetzt die blutige Herberge spielen. Bis dann, Leute. Ciao.